Moin und willkommen zur dritten Folge Bauen und Schnacken. Ihr seht hier drei verschiedene Buslinien, die so einen riesigen Haufen an Menschen transportieren müssen. Die schaffen es aber überhaupt nicht, es sind einfach zu viele und deshalb möchte ich von hier aus eine Straßenbahnlinie erstellen, die bis in die Innenstadt führt. Außerdem möchte ich dann noch einen Betriebshof bauen, der für Straßenbahnen und Busse ist. Das wäre so der Plan für die heutige Folge. Die Straßenbahnlinie habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass wir von unten rechts starten. Die Leute steigen aus der U-Bahn-Station aus, steigen in die Straßenbahn um und fahren dann diese ganze Hauptstraße entlang, bis sie zu dieser einen Autobahnbrücke kommen. Dort fahren sie dann drunter bis in die Innenstadt und dort endet das dann irgendwo. Wo genau, weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Ich habe dann direkt die Straßen durch Straßen mit Straßenbahnen ersetzt. Wie oft habe ich jetzt Straßen gesagt? Habt ihr mitgezählt? Ja, war jetzt nicht besonders schwer. Ich konnte die einfach ersetzen, die Straßen, und dann war das auch schon fertig. Also das Schwerste ist eigentlich nur, die beiden Endpunkte zu bauen, wo die Straßenbahnen dann wenden. Die Straße zu ersetzen, das ist ja eben schnell gemacht. Ja, dann hatte ich hier gedacht, dass ich dann diese Straßenbahn in die Fußgängerzone reinleite. Und dann weiß ich auch nicht so genau, irgendwie endet die dann da. Ich habe dann so einen spontanen Wendekreis hingebaut. Bauen wir aber nochmal schöner und anders. Das ist nur so provisorisch hingebaut, damit ich als erstes die andere Seite bauen kann. Ich habe das ganze Zeug dann hier weggerissen, um ein bisschen Platz zu schaffen. Habe dann so einen Halbkreis gebaut und ich kann euch jetzt schon mal sagen, so wie es jetzt aussieht, hat es am Ende nicht funktioniert. Also das wird zum Schluss noch ganz anders aussehen als jetzt. Ich habe dann hier noch so ein Stück Schiene aus der Straße rausgezogen und hierbei fand ich es echt schön, wie diese Kurven so sanft sind. Meistens sind diese Straßenbahnkurven in City Skyline so ne, also es kommen kuriose Sachen raus dabei. Jeder, der damit gebaut hat, der weiß Bescheid. Diese Verbindung hier fand ich dann überhaupt nicht schön. Ich habe es irgendwie versucht zu retten durch diesen einen Trick hier, ne, also dieser, wo die Schienen dann auf einmal dann so ein bisschen sanfter verlaufen, aber es hat alles nicht hingehauen, das sah irgendwie total doof aus. Dann hatte ich irgendwann diesen Geistesblitz, dass ich hier auch eine Schiene platzieren kann. Da habe ich mir gedacht, reißt du mal das Zeug weg und baust die Wendeschleife um die U-Bahn-Station herum und nicht davor. Also habe ich das dann mal gemacht, habe dann hier die Schiene platziert. Ich musste die U-Bahn-Station dann um zwei Kacheln da verschieben, weil ich da links nicht mehr genug Platz hatte, aber das ist jetzt kein großes Drama, das ist ja mal eben gemacht. Und da konnte ich auch schon weiterbauen. An dieser Stelle fand ich die untere Kurve nicht so schön, weil die anders aussah als die obere Kurve. Also habe ich die nochmal weggerissen und nochmal neu gebaut. Ich finde, die müssen auf beiden Seiten gleich aussehen, also symmetrisch sein. Und sieht das irgendwie so verbogen und aus und ungewollt und ja, verbogen kann man jetzt so beschreiben, denke ich mal. Es muss auf beiden Seiten gleich aussehen. Ich habe den Rest dann miteinander verbunden und so war dann auch das Endergebnis hier. Und vor dem Ding hier soll dann noch ein Busbahnhof hin. Bevor ich das machte, habe ich aber nochmal nachgeguckt, ob diese Autobahnbrücke überhaupt noch durchpasste. Und ja, es hat einfach direkt gepasst, ohne irgendwelche Probleme. Ich meine, in City Skylines ist es doch immer so, irgendwas stimmt nicht, dann musst du wieder umbauen und gucken, wie es dann passt. Ich hoffe, wir haben in City Skylines nicht diese großen Probleme mit Kollisionen und so, dass wir einfach frei bauen können, ohne irgendwie uns damit rumzuschlagen. Hier habe ich dann so ein Straßenbahndepot gebaut, auch nur provisorisch, damit ich schon mal eine Straßenbahnlinie erstellen kann. Ich wollte halt nicht weiter warten mit der Straßenbahnlinie. Und habe es einfach mal direkt gemacht. Die Haltestellen habe ich dann meistens an den Kreuzungen platziert, damit die Leute dann die Fußgängerübergänge benutzen können und die Seiten ändern können. Außerdem können sie dann schnell an die Seitenstraßen reinlaufen. Das ist so meine Idee dahinter. Kommen wir zurück zum Busbahnhof. Hier habe ich dann irgendwie so eine Wendeschleife gebaut. Fand ich nicht so schön, habe ich nochmal umgebaut. Bisschen geguckt, wie ich das mache. Ja, bis dann zu diesem Endergebnis hier kam. Die Bushaltestellen habe ich dann voneinander versetzt platziert, damit die Busse nicht alle auf dieselbe Stelle zufahren und dann irgendwie Staus entstehen oder sowas. Das wollte ich dadurch vermeiden. Kommen wir zur Autobahn. Hier muss noch eine Autobahnabfahrt hin. Ne, hier ist eine Autobahnauffahrt sogar. Und das war jetzt so mein erster Versuch. Da sah die Kurve dann hier nicht so schön aus. Also da war so ein Knick drin und es war einfach viel zu steil. Musste ich dann also wieder umbauen. Dann habe ich den Busbahnhof auch wieder umgebaut. Ja, ich weiß, es gehört halt dazu. Man muss manche Dinge ein bisschen abreißen, nochmal neu bauen und hier ein paar mehr Versuche und Anläufe nehmen. Und dann sieht das am Ende auch gut aus. Durch den Umbau hatte ich dann mehr Platz und konnte so die Autobahnrampe etwas sanfter bauen. Beim zweiten Versuch sah das Ganze dann auch etwas schöner aus und nicht mehr so hässlich wie davor. Hier habe ich dann so kleine viereckige grüne Kästchen hingesetzt. Darauf möchte ich dann Beton platzieren. Die sind, glaube ich, von Mid-Century Modern oder so. Ja, müssen sein. Und darauf möchte ich dann Bäume platzieren, damit die Bäume nicht einfach aus dem Beton rausschießen, sondern dann so eine realistische Grünfläche haben.
Hier habe ich so einen Betongehweg an der Keimauer platziert, damit ich dort die Betonplatten ranwinkeln kann. Hat dann nicht funktioniert, weil da noch Wasser im Weg war, also habe ich den Boden an der Stelle erhoben, einmal ganz drumherum, und so konnte ich die Betonplatten ohne Probleme platzieren. Das Ganze war dann auch eigentlich fertig, ich habe dann noch diese Bäume auf den Grünflächen platziert, das waren mit den Birkenbäumen, die sind auch mittlerweile meine Lieblingsbäume, und schon war das ganze Ding hier fertig. So sieht das Endergebnis aus. Wir haben hier eine U-Bahn-Station, eine Autobahnabfahrt, eine Straßenbahnstation, eine Busstation, alles auf einen Haufen gequetscht. Wechseln wir mal komplett die Baustelle. In der letzten Folge habe ich ja so einen Bach gebaut und von hier aus fließt Wasser in den See hinein. Das Problem war aber, dass nicht genug Wasser ankam und der Seepegel etwas gesunken ist. Das war schlecht, also habe ich dann hier so einen Wasseraustritt hingebaut. Dann ist aber alles übergeschwappt, weil dann wieder zu viel Wasser im Umlauf war. Das war auch schlecht. Also habe ich den anderen Wasserauslass erstmal abgestellt da beim Bach und das Wasser vom See fließt dann in den Bach hinein, damit das nicht überschwappt. Dann hatte ich die Idee, noch einen weiteren Bach zu bauen. Dieser soll vom See direkt ins Meer führen, damit das Wasser direkt weglaufen kann und nicht hier die ganze Gegend überschwemmt. Habe ich also gemacht, habe ein paar Brücken gebaut, den Boden abgesenkt und sogar hochgemacht, damit das Wasser nicht rüberlaufen kann, sondern eine Art Mini-Deich. Und das Ganze war dann schnell fertig. Das ist das Endergebnis. Kommen wir aber wieder zur Straßenbahn zurück, denn die war ja noch gar nicht fertig. Wir brauchen noch einen Wendekreis und das Straßenbahndepot mit Bussen sogar zusammen, also einen Betriebshof für Busse und Straßenbahn müssen wir ja auch noch bauen. Diesen Betriebshof wollte ich dann an der Autobahn dran bauen, denn ich denke mal, dass sie sich nicht gestört fühlen werden, wenn da irgendwie Autolärm ist oder sonst wie was. Also es ist die perfekte Stelle für so ein Straßenbahndepot. Hab dann so eine Straße lang gezogen, das Depot hin platziert, hab dann ein bisschen überlegt, was ich machen könnte und da fiel mir ein, einfach erstmal so einen Wendekreis, um das Depot herumzubauen. Und dann wollte ich noch ein paar Stellplätze für draußen bauen, damit die Straßenbahnen dort parken können. Also sie können es halt nicht wirklich in City Skylines, sie können ja nur das Depot reinfahren oder rausfahren. Aber es soll halt dekorativ sein, damit das Depot ein bisschen größer wirkt und realistischer aussieht. Ihr wollt die Kurven miteinander verbinden, hat dann nicht ganz funktioniert, also habe ich dann rechts so ein Stück Schiene rausgezogen, um eine Not zu erstellen. Und dann ging das auf einmal ganz leicht. Habe ich dann viermal durchgezogen und dann war das aber auch genug. Für die Busse habe ich auch noch freistehende Stehplätze gebaut. Dafür habe ich die Industriestraßen benutzt. Die sahen halt dafür am besten aus und hatten nicht so breite Fußgängerwege. Auf der anderen Seite muss ich dann auch noch diese Schienen miteinander verbinden. Ich habe ungefähr 10 Minuten Videomaterial weggeschnitten, weil ich so lange dafür gebraucht habe, um das zu bauen. Es gab halt immer Probleme mit diesen Entfernungen zu geringen und sowas. Ist halt manchmal echt nervig. Letztendlich habe ich es trotzdem geschafft und hatte dieses Ergebnis. Die Kurven fand ich dann nicht so schön, also habe ich nochmal die Richtung geändert und fand dann die Kurven in dieser Richtung ein bisschen besser. Und nur weil es an dieser einen Stelle so gut aussah, habe ich dann den ganzen Betriebshof noch einmal umgedreht. Also ich habe die ganzen Richtungen geändert. War jetzt aber auch nicht großartig schwer oder so, ist ja mal eben gemacht. Ich habe dann noch die Fläche betoniert da hinten und noch ein paar Bäume gepflanzt, ein bisschen was dekoriert. Dann habe ich mir noch überlegt, welche Busdepots ich da hinbauen möchte. Ich fand das Originale, das Standarddepot, nicht so ganz so schön. Das Biotreibstoffdepot fand ich dann schon irgendwie besser. Am allerbesten fand ich dann immer noch diesen, ja, was sind das denn? Doppelstockbusse, diese Touristenbusse, diese Sightseeingbusse, genau. Den fand ich immer noch am schönsten da links. Habe ich einfach beide hin platziert, da drum noch ein paar Zäune gebaut und dann war der Betriebshof eigentlich schon fast fertig. Jetzt muss noch eine richtige Wendeschleife her, denn das hier war ja nur so ein provisorisches Teil. Das habe ich dann auch weggerissen. Ich habe mir dann so ein bisschen die Gegend angeguckt und habe dann diese leere Betonfläche gesehen und fand die Idee irgendwie cool, dass da eine Straßenbahn drauf fährt. Also habe ich das so gemacht, dass die Straßenbahn auf der Straße einmal so um den Block fährt, um den Häuserblock und dann da auf dieser Betonfläche irgendwie endet. Die Wendeschleife und eigentlich alles andere, was der Straßenbahn zu tun hat, ist jetzt schon fertig. Also hätte ich damit das Videoziel auch schon längst erreicht. Aber ich würde gerne noch diese Innenstadt etwas ausbauen, weil hier noch alles so leer ist und die Straßenbahn endet hier auch auf einer Wiese, wo nichts ist. Das ist, fühlt sich noch so unfertig an. Ich könnte das Video jetzt nicht beenden, da kann ich nicht gut einschlafen heute Abend. Also ziehe ich das Ganze noch ein bisschen in die Länge und dann bauen wir hier noch die ganzen Straßen hin und bauen noch ein paar Häuser hin, damit hier alles so ein bisschen belebter aussieht.
Diese Kurve da unten sieht schon wieder nach viel Arbeit aus, weil die Gewerbegebiete dort nicht wachsen können. Es ist halt generell schade, dass es keine runden Gebäude für solche Kurven gibt. Das wäre ziemlich genial für sowas, ne? Wird es aber auch in Cities Skyline 2 nicht geben. Also ich denke mal nicht. Was ist die Lösung? Natürlich eine Betonfläche. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ohne diese Dinger noch bauen soll. Also für solche Lücken sind die so ideal und ich weiß auch gar nicht, wie ich die ganzen Jahre ohne sowas bauen konnte. Also, ne? Hätte man auch schon früher drauf kommen können, diese Dinger ins Spiel hinzuzufügen. Dann wieder meine Standardbauweise mit diesem Büschelrand und diesem Baum in der Mitte. Das habe ich jetzt ganz oft jetzt schon mittlerweile gemacht. Ist jetzt hier so mein Markenzeichen geworden, glaube ich. Hier in die Mitte war jetzt echt eine schwere Stelle. Also Gewerbegebiete kannst du knicken. Das sieht nicht gut aus an der Stelle. Also habe ich mir gleich ein Hochhaus rausgesucht, das ich da hinstellen kann. Und fand dann dieses mit dem Werbeschild ganz schön da, weil das so eine Autobahnkreuzung ist. Und dann sehen die ganzen Autos von der Autobahnkreuzung da diese Werbetafel da oben. Oder halt diesen Markennamen oder was es da sein soll. Hier habe ich dann einfach so aufgeglückt meine Betonfläche davor platziert. Und darauf habe ich dann so eine Straße gesetzt. Also die ist jetzt halt nur dazu da, um das Gebäude zu platzieren, die wird dann später ja nicht da sein. Denn wie ihr ja wisst, oder wie einige von euch wissen, können ja Gebäude so ein, zwei Kästchen von der Straße entfernt stehen, die man, also halt die man selber platziert. Die können dann halt von der Straße entfernt stehen. Das habe ich jetzt hier gemacht, indem ich hier eine Straße hingesetzt habe. Die wird dann weggerissen und jetzt muss ich aber auch hoffen, dass der Abstand nicht zu weit ist. Sonst ist das Gebäude nicht mit der Straße verbunden. Hier hätte ich aber jetzt Glück gehabt, das Gebäude war noch nah genug dran und ich konnte das Ganze so stehen lassen. Drumherum habe ich dann mit Betongehwegen halt diese Betonfläche noch ausgefüllt. Leider kann man dafür nicht die Betonplatten benutzen. Da kann man irgendwie nicht durch diese Hochhäuser bauen. Generell bei allen Skyscraper-Gebäuden kann man nicht mehr mit den Betonplatten durchbauen. Besonders bei den Gebäuden hätte ich mir sogar gewünscht, dass man da durchbauen kann. Ja, ist halt schade, ist halt dumm, kann man nicht ändern. Drumherum habe ich dann noch irgendwelche Gebüsche hingestellt, nur ein paar Bäume gepflanzt und diese ganzen Deko-Sachen noch gemacht, damit hier alles so ein bisschen befüllt aussieht. Ich würde mal sagen, dass diese eine Ecke hier schon ganz gut bebaut ist, aber da drüben war noch so eine riesige Grünfläche, die noch nicht bebaut war. Da muss ich auch unbedingt noch irgendwas hinbauen. Hab dann so ein paar Fußgängerstraßen hingebaut und da war halt auch diese eine Stelle mit diesen Betonplatten. Die sind von der anderen Seite übergelappt und so konnte ich dann auch keine Gewerbegebäude oder sowas dran bauen. Generell wäre da auch gar kein Platz mehr gewesen für irgendwelche Gebäude, also habe ich den Rest einfach mit Beton ausgefüllt. Ja, Beton ist immer eine Lösung. Hier war noch so eine kleine Lücke, habe ich dann mit zum Gehweg ausgefüllt, war eine ganz gute Lösung am Ende. Dieses eine Parkhaus habe ich dann auch nochmal umgestellt, weil ich dort dann doch lieber ein Gewerbegebiet hinbauen wollte. In den ganzen Lücken zwischen Gebäuden mache ich dann immer so Kieswege oder ein paar Bäume hin, damit die nicht so leer aussehen. Klappt meist immer. Hier ist auch so eine grüne Fläche da, mitten in der Stadt, und die wollte ich unbedingt nochmal ausfüllen. Habe ich überlegt, was mache ich? Ja, ein Hochhaus war die Lösung, wie immer. Habe ich dann auch gemacht. Und leider hatte ich dann aber das Problem, dass ja diese eine Brücke da nicht mehr Platz hatte. Das war schlecht. Aber mir ist dann aufgefallen, dieser eine Gehweg da ist doch eigentlich völlig unnötig da. Ich meine, die Gebäude da, die zwei, die stehen ja an der Straße und nicht am Gehweg. Also kann der ja komplett weg. Habe ich dann das weggemacht und das Gebäude da hingestellt. Und so hat er auch wieder genug Platz für die Gehwegbrücke. Ich sehe eine Grünfläche und was mache ich? Ich klatsche Beton rauf. So mache ich das auch immer. Ja, die ganze Fläche war mir dann wieder zu grau, also habe ich ein paar Bäume platziert und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist.